Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Ich habe gestern Abend im Stream schon ein Vor-Unboxing gemacht. Ich habe nämlich ein Geschenk bekommen von der lieben Mirima. Ich betone den Namen immer falsch, tut mir leid. Die auch gleichzeitig Admin in meiner Telegram-Gruppe ist, also in meinem Telegram-News-Kanal. Guckt da mal rein. Da macht sie eine sehr gute Arbeit. Ist immer mit den neuesten News am Start. Und dann hat sie mir geschrieben, das ist für Weihnachten nachträglich. Weil Weihnachten ging nicht, war nicht lieferbar oder so. Und da hat sie mir den Amazon Alexa Show 8. Der wird seinen Weg in die Küche finden. Wir machen jetzt erstmal ein Unboxing. Hoppala. Der wird jedenfalls seinen Weg in die Küche finden, wegen... ich muss mal den Stuhl wegmachen. Fühlt sich besser. So. Wegen dem Display und so, wegen Chefkoch und so. Weil mein Laptop, der ist nicht mehr so... Ach Quatsch, mein Tablet ist nicht mehr so gut. Da hält der Akku nicht mehr. Und hier haben wir dann halt vorne Echo Show 8. Dann hier der Echo in Weiß ist halt abgebildet. Ich denke mal, dass er dann in Weiß sein wird. Ich weiß nicht, ob er grundsätzlich in Weiß abgebildet ist. Amazon Music, Video, Apple Music, Ring, Hue, Philips Hue und Spotify ist abgebildet. Und dass er halt 8 Zoll HD Screen, 8 Zoll HD Bildschirm. Kamera mit integrierter Abdeckung. Oh, das, der hat ja, gut, das wusste ich nicht. Ich wusste, beim 5er gibt es so eine Klappe, da kann man zumachen, aber der 8er hat es wohl auch. Stereo, Speaker, 5mm Klinken-Out, Bluetooth. Ja, dann werden wir mal. Ja, hier stehen dann so ein paar Sachen drauf, die man Alexa sagen kann. Da werden wir, würde ich sagen, dann legen wir mal los. So, Alexa typisch, hat man dann hier so ein Klebeband, was man dann halt abziehen kann. Kennt ihr ja vom Fire TV Stick, Cube, Echo, von allen Geräten. Da hat sich nichts geändert. Och, das finde ich toll. Man macht auf und dann hat man gleich, sieht man es überhaupt? Ja, da hat man gleich das Amazon-Logo. Das Smiley. Oh, das finde ich gut. Also da haben sie sich was einfallen lassen. Dann kannst du einfach so rausziehen, hast hier so eine Tragetasche. Das ist gut. Und da auch da ist hier das Amazon-Logo drauf. Das werden wir uns gleich angucken. So, hier ist nichts weiter drin. Hier ist noch eine Anleitung, hallo und so, aber ja, ich denke mal, das werden wir nicht nötig haben, wa? Würde ich jetzt mal so behaupten. Wir werden da so ein Echo eingerichtet kriegen. Wobei bei Amazon alles sowieso ziemlich einfach gehalten ist, von der Einrichtung her. Kruzifix und Tockenhands. Erst die Pappe rein. Jetzt passt das nicht mehr, scheißegal. So. Ich richte euch mal noch ein Stück weiter nach unten. So, wie gesagt, wir haben jetzt hier einen. Ja, der wird in Weiß sein. Ja, doch, sehe ich ja. Hier ist Weiß. Mit einem 30 Watt Stromanschluss. 30 Watt weiß ich, weil 30 Watt draufstehen. 30 W. Und hier vorne, so wie wir von den, so in etwa wie wir von den Fire TVs kennen, so ein dicker, runder Knubbel mit Metall dann dran. So ein bisschen wie beim Laptop. Dann haben wir, hallo.
Also hello, hallo, bonjour, holla, ciao. Und Englisch ist Seite 8. Leise Taste, Laut Taste, Kamera, Kameraverschluss, den wir uns gleich angucken. Ja, also, ja, gut, hier steht Strom und was ist und so. Ja, also, wie Kinder einfach, Kinder leicht erklärt, aber wir wollen es nicht. Wir wollen selber wissen, wie ist es. Wir sind Mann, wir brauchen keine Anleitung. Wir kriegen das so hin. Maximale Sendeleistung 2,4 GHz, 5 GHz und da in verschiedenen Spektren. Jo. So. Den Karton hier ein bisschen wegräumen. Dann nehmen wir uns mal die Täschchen. Es ist schon, also muss ich schon sagen, also bei der Verpackung lässt Amazon sich hier immer was einfallen. Das ist schon echt cool gemacht. Wie so eine Tasche. Auch hier ist wieder das Logo drauf. Und schon haben wir ihn. So. Ich werde auch noch ein Hardware-Video machen. Mit euch zusammen. Gleich im Anschluss. Und da werden wir dann den Echo Show denn das erste Mal einrichten. Ich gucke jetzt erstmal mit euch so ein bisschen an. Also schon ein schönes Teil. Also muss ich echt sagen. Ah, hier ist die. Ah, okay. Also das müsste Amazon auch mal ein bisschen mehr kundtun, weil ich weiß nur, ich habe nur vom 5er gelesen, dass die so eine Abdeckung haben. Beim 8er habe ich, oder was, umgedreht? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. So, jetzt machen wir erstmal eine Plaste ab. Da gibt auch für den Echo, gibt es auch so noch Füße, was man hier unten ran machen kann. Vielleicht hole ich mir dann noch so einen Fuß und kann den dann auch mal testen für euch. Also das Auspacken kann man bei Amazon echt, also bei Amazon-Produkten echt zelebrieren. Die haben sich da was einfallen lassen. Und schon haben wir ihn. So, dann können wir das in den Müll machen. So, wir haben dann auf der Unterseite hier, das ist ein Gummifuß. Das gucken wir uns im Hardware-Video noch genauer an. Ich glaube, das könnte so ja magnetisch sein. Dann haben wir hier praktisch den Echo. Hier oben ist die Kamera, Bildschirm und hier vorne haben wir dann oben haben wir die Knöpfe an- und ausschalten, denke ich mal. Mit einer Statusleiste. Also hier ist laut, hier ist leise. Kameraverschluss mit rot, wenn die Kamera verschlossen ist. Gucken wir uns alles im Hardware-Video genauer an. Weiß. Hinten haben wir den Strom. Wir haben einen Klinkeanschluss und einen USB-Anschluss. Der bei mir gerade so aussieht, als wenn er nicht sauber drin ist. Oder es kann aber auch täuschen durch den Blickwinkel. Ich zeige euch das mal. Es kann aber durch den Blickwinkel täuschen. So. Also ich bin so vom ersten Hingucken bin ich schon echt begeistert. Ist ein sehr, sehr schönes Teil. Sieht sehr sexy aus. Auch in weiß. Sehr schön. Ja, da öffnet sich ja Amazon etwas, dass jetzt die Geräte auch langsam weiß werden. Vielleicht kommt ja auch mal ein weißer Fire TV oder so. Ich habe jetzt schon mal Strom reingemacht. Aber so ist es echt sehr schön. Ist eine Augenweide, muss man so sagen. Also stylisch. So. Mache ich erstmal auf mich. So. Also ich finde ihn echt schön. Ich möchte mich hier nochmal bei Merima bedanken. Ich bin mega glücklich. Gestern im Stream haben mir die Worte fehlt, da konnte ich nichts sagen. Und wenn ich ihn jetzt hier so vor mir habe. Schön. Schön. Oh, ich bin mal gespannt. Ich will jetzt schnell das Hardware-Video machen. Ich will ihn endlich anschließen und gucken, wie er ist und gucken wegen Einbindung in der App. Ich bin da sehr, sehr gespannt.
Also bleibt mir gewogen. Wir werden, also wenn ihr das Video seht, im Anschluss kommt halt das andere Video. Ich weiß jetzt nicht, mit vielleicht 5 bis 10 Minuten Verzögerung oder so. Das kann ich so jetzt noch nicht sagen. Kommt drauf an, wie lange das Video jetzt in der Bearbeitung ist. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.